Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tame and Train ist das Motto dieser Staffel. Dazu kommen wir natürlich noch lange nicht, denn wir haben ja gerade erst begonnen. Aber ich freue mich schon sehr darauf, die ganzen Tiere zu zähmen, soweit es dann eben möglich ist. Alles, was wir eben zähmen können, werden wir hier auch zähmen in dieser Staffel. So, wir erforschen uns gerade hier die Langstreckenreisen. Die sind schon recht sinnvoll. Denn Rita... das ist gerade Gewitter, ne? Hugo, kannst du ganz schnell mal nach Hause kommen, bitte? Das Problem ist nämlich, wer die zweite Staffel gesehen hat, der kennt das Problem, wenn Survivor zweimal hintereinander innerhalb kürzerer Zeit vom Blitz getroffen werden, dann haben sie dauerhaft einen Debuff, und zwar einen ziemlich heftigen Debuff. Deswegen, während des Gewitters sollte man niemanden draußen lassen, aber irgendwie fehlt hier doch jemand, oder? Racker? Racker ist hier. Ken? Oh Gott, Ken. Okay, du hast so einen Schlafparasit. Komm, Ken, schnell, schnell. Jetzt aber schnell. Aber nicht zu schnell, sonst kotzt er wieder. Ja, nee, also wir müssen mal sehen, wo wir hier hinkommen in dieser Staffel. Ich freue mich da sehr drauf. Und das nächste sind jetzt erstmal die Expeditionen. Die sind recht wichtig. Denn dann kann Rita fröhlich, während sie unterwegs ist und irgendwas mitbringt, hoffentlich, kann sie auch irgendwelche Tiere und Pflanzen und so weiter erforschen. Dann können wir uns nämlich das Forschen hier vor Ort, können wir uns sparen. So, wir haben beim letzten Mal, haben wir auch die Befestigungen gelernt. Da bin ich mir jetzt so nicht so ganz sicher, ob wir die jetzt schon bauen wollen. Ich weiß nämlich noch nicht so ganz, wo wir denn überhaupt hin wollen. Ob wir hier bleiben, ob wir woanders hin wollen. Wir könnten eben auch einfach hier bleiben. Hier ist ja auch recht viel Platz, ne? Und es geht ja dieses Mal auch nicht ums Schönbauen, sondern es geht darum, durchzukommen. Um nichts anderes geht's da. So, warte mal. Limit erreicht. Dann werden wir mal allen Leuten hier eben eine Waffe in die Hand drücken. Rita, du bekommst wieder auch einen Kurzbogen. Hugo, kannst wieder machen, was du möchtest. Aber es ist noch immer Gewitter, ne? Verdammte Axt. Hugo, geben wir auch mal eben den Kurzbogen. Und Ken wird dann... Gott, ist das ätzend, ne? Hier draußen jetzt erstmal Dart spielen. Naja. Ist ja aber auch nicht so wild. Das kann Racker schon ab. Ich bin da zuversichtlich. So, Racker kann jetzt wieder bauen, weil wir wieder ein bisschen Metall mitgenommen haben. Und danach wird Racker dann höchstwahrscheinlich den nächsten Bogen bauen. Dann sind wir damit schon mal durch. Das ist sehr gut. Und hier Rita, die ist auch fröhlich am Forschen. Das sind die zwei wichtigsten Sachen gerade. Dass jeder einen Bogen in die Hand bekommt und dass wir hier losfliegen können. Jetzt ist, wie gesagt, die Frage ist, wollen wir jetzt hier uns einfach direkt niederlassen? Das Problem ist eben, wenn wir uns dazu entscheiden, uns hier tatsächlich endgültig niederzulassen, dann später, also wenn man hier erstmal angefangen hat, richtig zu bauen, dann brauchen wir auch nicht mehr umziehen. Das kann man sich dann natürlich sparen. Die Frage ist nur, wäre es hier unten nicht viel schöner? Ich denke ja. Ich denke, hier wäre es bedeutend schöner. Deswegen schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Ich würde einfach vorschlagen, wir werden hier tatsächlich so ein bisschen werden wir hier uns einbauen. Aber nur so ein bisschen. Entdeckung Hautrinde. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir werden uns so ein bisschen einbauen hier. Aber es hier nicht übertreiben. Und dann können wir später noch immer entscheiden, wohin und ob wir umziehen. Das würde mich auch mal interessieren. Bleibt ihr immer dort, wo euch das Spiel am Anfang hinwirft, oder zieht ihr um? Ich bin, glaube ich, bisher jedes Mal umgezogen. Ja, ohne Ausnahme. Denn ich finde es irgendwie immer besser, wenn man ein bisschen Platz hat. Das ist irgendwie eine schönere Vorgehensweise, wie ich finde.
So, wir werden uns jetzt nochmal eine Verteidigungsanlage bauen, aber diesmal werden wir die hier lassen, die Verteidigungsanlage, nur ein wenig vergrößern. So machen wir das nämlich. Wir bewegen einmal die Falle hier hin und wir bewegen einmal die Falle hier hin. Verteidigung ist das A und O für den Anfang. Ganz klare Sache. Weil Total Survivor bedeutet Schluss. Alles andere ist erstmal unwichtig. Alles andere ist einfach erstmal unwichtig. So, warte mal. Erforscht hölzerne Befestigung? Nee, Rita hat noch nicht fertig geforscht hier, ne? Nee, weil das müssen wir auch sofort bauen. Wobei, wir brauchen, glaube ich, dafür Metall, ne? Dann müssten wir dafür da natürlich erstmal noch den Ofen erlernen. Haben wir den als nächstes drin? Nee, haben wir nicht. Den Blitzableiter haben wir als nächstes. Warte mal, wir machen mal den Ofen als nächstes rein, dann den Blitzableiter und dann Raumschiffrückbau. Und das wäre, glaube ich, auch meine Idee, dass wir, bevor wir hier wegziehen, also wenn wir wegziehen sollten, und ich glaube, dann wäre es hier, weil wenn wir tatsächlich sowas wie, naja, ein Zoo möchte ich es jetzt nicht nennen, aber wenn wir sowas wie sowas wie Freigehege und sowas für unsere Tiere bauen, dann wäre es natürlich sehr geil, wenn wir so einen kleinen Teich in einem der Freigehege haben, oder? Also mir würde es sehr gut gefallen. Verdammte Axt, ich fange schon wieder an, irgendwie es schick machen zu wollen. Aber wie gesagt, es geht ja um die Tiere in dieser Staffel. Ein Schlückchen Kaffee. Und die Tiere bekommen es schick, unsere Survivor nicht so. Zumindest ist es jetzt erstmal der Plan. Wir schauen mal, wohin es läuft. Wir müssen uns ja auch nicht irgendwie übermäßig an irgendwelche selbstgemachten Regeln halten. Ja, wir können ja auch einfach sagen, du, wir machen mal so mitten in der Staffel, ach komm, jetzt können wir doch nochmal ein bisschen bauen oder so. Ne? Wir müssen uns ja keinen Stress machen. Aber wie gesagt, jetzt am Anfang geht es auf jeden Fall erstmal nicht darum, irgendwie was schick zu machen und so. Ich habe auf jeden Fall hier einen anderen Fokus als in der zweiten Staffel. In der zweiten Staffel so groß wie möglich, so schön wie möglich, also schön ist immer relativ, und so groß wie möglich natürlich auch nicht zu übertrieben, wobei das schon sehr übertrieben ist. Das werden wir hier in dieser Staffel nicht machen. Hier eher klein und schnuckelig und dass das einfach funktioniert. Das ist der Plan. So. Wir könnten natürlich auch mal ein bisschen uns um Wein kümmern und so, ne? Aber das können wir eben auch erst, wenn wir... So, wir könnten natürlich auch mal eben jemanden jagen lassen, oder? Aber ich würde fast sagen, das machen wir erst, wenn wir... Warte mal, die hier können auch noch weg. Ich würde sagen, so jagen und so, das machen wir erst später. Weil natürlich so ein bisschen Abwechslung in der Nahrung schon nicht schlecht wäre, ne? Aber da kommt mir gerade, haben wir hier denn schon... Jawohl, können wir Getreide ernten. Machen wir das auch direkt. So, hier in der Mitte bleibt es niedrig. Wenn wir mal bis hier hingehen. Ach, siehst du, wir können auch noch ein paar Bäume mal eben in Auftrag geben. 96%, ja, 29, das passt. Wenn wir 26, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Vielleicht bin ich auch... Wie macht ihr das so? Haut ihr einfach jeden Baum um, den ihr braucht? Ich weiß, ich muss irgendwie... Ich kann es nicht anders. Ich muss einfach... wir nehmen mal die ganzen gefallenen Bäume hier weg. Ich muss einfach nur die Bäume umhauen, die tatsächlich auch ordentlich die auch ordentlich Holz geben. Weil... Alles andere fühlt sich für mich irgendwie nach Verschwendung an, ehrlich gesagt. So, wir werden hier... Werden wir... Nee, warte mal, das machen wir hier doch nochmal ein bisschen anders. Wir werden hier ein bisschen das Ganze vergrößern. Und zwar werden wir... Außen dann auch eine hohe Mauer bauen. Wir werden hier auch nochmal ein Stückchen weitergehen. Und das hier könnten wir eigentlich auch erforschen, ne? Das ist ja der Tabak. Können wir uns aber auch sparen. Das können wir uns aber auch sparen. Warte mal, wir werden mal hier Verteidigung, Befestigung.
von hier. Jeweils zwei dazwischen sollte reichen. Eins, zwei. Ziehen wir mal bis hier durch. Nicht ausreichende Materialien, das ist klar. Na toll, giftige Asche. Jetzt wirklich ganz wunderbar. Risiko eines Zusammenbruchs, Racker, ja. Können wir dem irgendwie was Gutes tun? Bräuchte ein bisschen Entspannung, ne? Warte mal, wir werden mal das Teil, wenn wir jetzt doch erstmal hier drinnen platzieren. Racker, kümmere dich mal bitte hier erstmal darum. Und dann kannst du auch direkt mal ein bisschen Dart spielen, mein Freund. So, dann werden wir hier diesen Zaun werden wir auch ein bisschen höher machen. Den Grund dafür erkläre ich gleich. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht gleich der nächste Angriff kommt. Das wäre ein bisschen schlecht. So, erstmal brauchen wir außen hohe Mauern, damit eventuelle Fernkämpfer hier außen rumlaufen. Na, wir müssen nur mal gucken, vielleicht greifen ja auch Flugviecher an. Das ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Yo, Spiel ist nicht dein Ernst. Aber wir haben ja Ken. Wir haben ja Ken und unser Snipergewehr. Das ist gar nicht mal weit weg. Wo ist Ken denn? Ken ist hier. Ken, du wirst ja auch gleich sehr glücklich sein, ne? Wenn du ein bisschen schießen darfst. Nimm mal dein Schienengewehr bitte. Und Rita werden wir dann auch noch draften. Das machen wir mal. Werden wir versuchen jetzt, hier ein bisschen zu minimieren. Seid ihr Explosives? Nee, riesiges, überwuchertes. Ihr seid keine explodierenden Käfer. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, Racker sollte dann mal nach Möglichkeit hier bauen, ne? Hugo ist am Holzen. Den lassen wir auch mal ein bisschen weiter holzen. Warte mal, ich muss mal kurz noch ein paar Sachen in Auftrag geben. Sonst kommen wir nämlich nicht vernünftig durch. Wie viel brauchen wir? 83 brauchen wir. Ach, wisst ihr was? Wir hauen hier oben einfach ein paar Bäume weg. So. Große Laubbäume. Warte mal, hier hatten wir aber so viel totes Holz auch, ne? Gefallener Baum entfernen. So, dann gucken wir mal, dass er das eventuell hinbekommt. So, gut. Ken hat seine Waffe. Rita und Ken, ihr zwei. Ihr kommt mal bitte mit. Rita stellt sich mal am besten hier so hin. Vielleicht hier. Warte mal, hier so. Ich hoffe mal, du schießt nicht auf die Flugviecher. Weil das machst du, glaube ich, sogar, ne? Vielleicht sollten wir Ken auch erstmal alleine schießen lassen. So, stellst du dich mal hier hin. Ken geht mal hier vorne hin. Ken geht's nicht so gut, aber das ist nicht so wild. Und Ken schießt mal bitte direkt auf die Viecher hier. Ken braucht sehr lange. Aber ist okay. Einmal laufen bitte. Einmal laufen bitte. Die Drecksviecher, die hören nicht auf, uns anzugreifen. Das ist schade. Also müssen wir einfach drauf schießen. Und wir nehmen Racker auch nochmal mit. Und lassen ihn auch noch mit drauf schießen. Dann eben hier. Okay, so. Ken nochmal ein Stückchen vor hier. Schießt du mal hier. Machen wir das ein bisschen anders. Werden wir das mal so machen, dass wir euch zwei... Warte mal, Racker hat ja gar keine Waffe. Es bringt natürlich dann nicht viel, ne?
So als Backup stellen wir euch mal hier hin. So, wir haben nur 21 Viecher. Das sollte aber einigermaßen passen. Racker können wir dann wieder freigeben. Okay. Ken passt einigermaßen. Ken macht das ganz gut. Möchte ich meinen. Schön hier. Wir im Kürbisfeld. Massaker im Kürbisfeld, ey. Finde ich richtig geil. Oh, da greifen noch mehr an. Jawohl. Er holt sie alle weg. Herrlich. Oh. Sehr schön. Ganz unproblematisch, möchte ich meinen. Bisher zumindest. Ja, so ein Snipergewehr, das holt einem schon echt. Das hilft schon sehr. Wir haben nur noch 9 Käfer. Kein Problem. Jetzt scheinen sie aber alle anzugreifen. Nein, doch nicht. Doch, jetzt greifen sie alle an. Oder auch nicht. Ah. Wir sind unschlüssig. Rita schießen wir auch nochmal hier vorne ein. Okay, super. Das ist ja richtig gut, ey. Konnten wir gut aussortieren hier. Oh nein, Rita. Was machst du denn? Noch Rita. Es ist doch nicht dein Ernst. Jetzt schießt Rita hier einfach irgendwelche Viecher an, die überhaupt nichts von uns wollen, ey. Das ist immer das Gleiche. So, jetzt haben wir da noch, wie viele? 5 haben wir noch. Mal gucken, wie wir die wegbekommen. Wir kennen mal ein bisschen weiter auseinander. Immer schön die Survivor immer nicht nebeneinander stellen, weil dann kann zumindest einer noch im Fernkampf aktiv sein. So, wir haben nur einen Käfer. Wo ist der denn? Ach da. Ken? Ken? Achso, du konntest noch nicht auf ihn schießen. Jetzt haben wir. Jawohl. So, Ken hat auch schon Kämpfen 7 erreicht. Ken, der olle Kämpfer. So. Super. Ihr könnt einmal freigegeben werden. Ken kann bitte einmal kurz hier ein bisschen. Lohnt sich es, die zu beobachten vorher? Ich würde sagen, wir nehmen die riesigen, überwucherten Insekten. Die werden wir einmal schlachten. Ken müsste sich eigentlich auch direkt darum kümmern, ne? Ken? Jetzt. Weil es Ken halt echt nicht gut geht, ne? Das ist auch noch die giftige Asche, Ken hat den Wurm und so weiter und so fort. Da müssen wir uns definitiv drum kümmern. Gut, also das haben wir abgewehrt, das ist kein Problem. Dann können wir hier schön weitermachen. Ganz entspannt. Traumhaft. So, jetzt ziehen wir einmal bis hier durch. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, eine hohe Wand. Weil wir können dann unsere Survivor, können wir hier verstecken, falls irgendwas kommt, was schießt. Falls nichts kommt, das schießt, stellen wir sie hier hin und dann können sie hier schön runterschießen. Ne? Was ich auch nochmal eben machen möchte, ist das folgende. Ein Tor hier einbauen. Zack. So. So machen wir das. Geschwindigkeit können wir ein bisschen hochziehen. Ken kommt ein bisschen mit dem Fleisch. Wie viel hast du denn da? 44 mal Fleisch. Das ist gut. Möchte ich meinen. Das ist schon sehr gut. So, wir dürfen auf jeden Fall sie keinen. Lassen wir sie. Nee, ne? Wir lassen sie keinen. Keine rohen Lebensmittel. Nein, okay. Sehr gut. Aber wir können dann jetzt, soweit ich mich nicht täusche. Ja, wir können dann jetzt
die Fleischsuppe auch kochen. Krankheit Rita, Verletzung 2. Da wird sich aber drum gekümmert. Infektion leicht schlecht behandelt. Eieieiei. Rita geht's halt auch nicht so gut, ne? Blutung 0 pro Stunde, okay. Schmerzen mäßig. Mensch, jetzt gib dir mal Hugo, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. Ist doch wie mit Tieren. Ist alles das Gleiche. Könnt sich echt mal kümmern. Warte mal, hat der da so ein... Was hat denn der da in der Hand? Ach. Guck mal. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Die haben ja so ein Pad in der Hand. Wie fortschrittlich sind wir denn? Das gibt's ja wohl nicht. Hugo heilen 3, sehr schön. Das kannst du auch gut gebrauchen, mein Freund. Das kannst du echt gut gebrauchen. Hugo geht's allerdings nicht so gut. Hugo geht aber erstmal was essen. Das sollte ihm helfen. Das sollte ihm helfen. So, Rita müsste dann gleich mal wieder kochen. Und natürlich auch forschen. Sieht aber soweit alles ganz gut aus, was wir jetzt bisher gemacht haben. Finde ich zu mir. Ich bin zufrieden. Und das ist ja die Hauptsache, ne? So, dann wollen wir mal sehen. Also, wir haben dann hier, würde ich ganz gerne noch einmal von hier bis nach hier. So. Genau. Und hier. Wir haben natürlich nicht genug Materialien, das weiß ich, aber Hugo sollte sich da eigentlich dann demnächst drum kümmern. Ja, der hat hier noch ein bisschen was. Ein bisschen was hat er noch abzuholzen, das ist gut. Können wir hier nochmal gucken, ist hier noch irgendwo nur 2 gefallene Bäume, das ist aber nicht so der Held, ne? Wachstum 100. Ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht unschuldige Bäume, also wenig ausgewachsene Bäume, kann ich einfach nicht. Ich kann sie nicht töten. Es geht nicht. So, und hier werden wir dann auch noch einmal austauschen. Können wir eigentlich hier auch mit Steuerung groß durch klein austauschen? Klein durch groß austauschen? Steuerung? Ah, schade, das geht nicht. Wäre halt geil gewesen, wenn man den Zaun noch austauschen könnte. Kann man das durch andere Zäune austauschen? Das testen wir gerade. Steuerung? Nee, geht auch nicht. Es geht scheinbar nur bei den Wänden, bei den Gebäuden. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. So, Fallzaun einmal abreißen und dann kommt da noch eine hohe Mauer hin und dann haben wir hier jetzt... Was machst du da? Ich weiß ganz genau, wo du jetzt hinlatscht. Oh, Ken, der sollte mal die andere Waffe wieder in die Hand nehmen, ne? Ken sollte dann einmal neue Ressource, Fleischsuppe, herrlich. Herrlich. Fleischsuppe bis... Dann werden wir mal hier aufteilen. Machen wir das mal beides bis 2. Damit es nicht schlecht wird. So, Langstreckenreisen sind erforscht. Heißluftballon kostet uns allerdings 10 Legierungen. Die haben wir sogar. Die Frage ist, wollen wir die dafür ausgeben? Wollen wir die dafür ausgeben? Ich würde sagen, mit der Frage befassen wir uns in der nächsten Folge. Hugo rennt los. Der hat richtig Bock. Sag mal, Hugo. Und das Ganze bei Ascheregen. Der sprintet hier den Berg hoch. Meine Güte, du. Hat gut gefrühstückt. So, ja. Um die Langstreckenreisen kümmern wir uns in der nächsten Folge hier in der dritten Staffel. Vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön für eure Zeit. Dankeschön für eure Likes. Vielen Dank für die Kommentare. Auch immer für heiße Tipps, ne? Habe ich schon einige gelesen. Wie ihr es so am Anfang macht, schreibt es einfach rein. Vielleicht. Oh, guck mal. Vielleicht finde ich ja das ein oder andere Interessante in euren Kommentaren. Was tatsächlich verdammt häufig der Fall ist, muss ich echt sagen. Aber hier, da gucken wir doch mal, was ist hier mit Rita los? Lach jetzt nicht, aber ich habe eine Art von Ruf zu einem Punkt kurz hinter dem Horizont verspürt. Einige der anderen haben mir widerwillig mitgeteilt, dass sie die gleiche Erfahrung gemacht haben. Was wir gemeinsam haben ist, nun ja, wir sind nicht die Hellsten. Menschen mit hohem Intellekt scheinen immun gegen den Ruf zu sein. Also sollten wir nachforschen?
Ja, natürlich. Klar, forschen wir danach. So wohl logisch. Aber erst in der nächsten oder übernächsten Folge. Bis dann, tschüss.